Hallo und herzlich willkommen zum Force Mod Let's Play, zusammen mit Markus natürlich. Servus. So. Guten Hold noch ein paar. Bin eigentlich ziemlich fies, ne? Wieso? Hört mir gerade so auf. Immer muss ich, oder immer lass ich dich, ich habe dich noch nie anmoderieren lassen. Ja, weil ich ja einen Abschluss mache. Ja, genau. Aber trotzdem frech von mir. Frech. Weil ich einen Counter gehabt habe und du am Anfang nicht. Wir sind auch mittlerweile schon so ewig eigentlich auf dieser Map. Ist auch schon fast ein Monat. Gerade wenn der Part hier kommt, dann. Boah, aber was magst du? Ja, Stämme anschleppen, Mensch. Ja, aber du bist jetzt reingefahren, du hast und nur den wenn einen. Wenn du die Spitzen da vorne teilweise beim Stein dann so krumm liegen hast, dann rutschen die. Krumm liegen hast? Ich schneide jetzt irgendwie, dass ich es irgendwie auseinander ja, und dann bekomme. Läufst du über die Spitzen und die verschiebst. Ich? Ja, genau. Ja, weil du so ein schwerer Junge bist. Ich sag jetzt nichts mehr dazu. Ich geh arbeiten. Ja, das ist eh sinnvoller als der Scheiß hier. Was? Da kommt zumindest was bei rum. Wenn du so über deine YouTube-Karriere denkst. Ah, meine YouTube-Karriere. In erster Linie. Zweieinhalb Jahre jetzt schon. Wie wir das hier. Oder? Was? Bald. Zweieinhalb oder sowas, ja. Ja, ich sag ja. Ich hab was mehr als zweieinhalb. Ein Jahr noch, dann hast du um die 50.000 Abonnenten. Ja, dann macht YouTube eh dicht, so langsam. Okay. Mein Experiment Internet war eben im Januar beendet, also mal gucken, wie lange sich mein das noch Experiment hält. Experiment Internet. Hast du das nicht gelesen? Nein. Das Internet war ja eine Idee von einem paar, Informatik-Gedönse hier. Ich glaube, Telekom war dabei. Soll ich dir jetzt die genaue Internetgeschichte erzählen? Ja, auf jeden Fall die Grundidee und dann irgendwie, die haben das Ganze dann erstmal auf eine Testzeit von 25 Jahre geplant und die wäre halt diesen Januar irgendwie ausgefallen oder so. Du, okay. Ja. Weiß nicht genau, wie es war. Also, willst du die genaue Geschichte haben halt, oder nicht? Ja, der Part ist noch lang, kannst du gleich erzählen. Auf jeden Fall ging es darum, dass quasi das erste Experiment, die erste Idee so sich jetzt so gejährt hat, dass sie das eigentlich... dass sie eigentlich nicht mehr weitermachen wollten. Die haben sich gedacht, okay, wir machen irgendwie, ich weiß nicht, ob das 20, 25 oder 30 Jahre waren oder so. Solange machen wir jetzt erstmal dieses Experiment Internet und dann schauen wir, ob wenn das ein Erfolg war, machen wir weiter so ungefähr. Und sonst lassen wir es halt sein. Und ja, mittlerweile man sieht es, es ist kein Erfolg geworden. Deshalb wird das Ganze halt jetzt einfach mal. Mich würde interessieren, wo du die Geschichte gelesen hast. Nein, das war relativ seriös. Also es war wirklich, das haben auch mehrere Zeitungen berichtet. Du weißt. Weiß nicht, das auf jeden Fall hat das Ganze halt, sag ich mal, sich gejährt und dadurch, dass die irgendwann mal schon mal gesagt haben, es gibt eine Testzeit, die erstmal so und so lange geht, und die Zeit halt abgelaufen ist. Das hat aber nichts mit dem Internet zu tun. Ja. Aber im Prinzip. In den Artikel darum, okay, hat sich nicht gelohnt, Server aus. Obwohl, nee, das war die Satire-Artikel-Zeitung dazu, sondern... Der Postillon oder was? Was? Der Postillon in Deutschland. Die unnötigste Zeit, halt, die Satire-Zeitung, das gibt die einfach nur Scheiße berichten und die Leute glauben sollen. Nein, das war eine andere. Aber es gibt auch noch zwei, drei andere Zeitungen, die darüber halt geschrieben haben, weil das... Ja, das Internet hat voriges Jahr 25-jähriges Jubiläum gehabt. Das stimmt. Das ist schon voriges Jahr. Auf jeden Fall habe ich den Artikel irgendwann mal gelesen. Aber das hat im Endeffekt nichts mit Deutschland zu tun, nichts mit der Telekom zu tun oder sonst irgendwas. Vielleicht hat die Telekom dieses Jahr 20-jähriges Na, da ging es irgendwie darum, wahrscheinlich hat Telekom damals was bezahlt oder so. Als es wahrscheinlich haben die irgendwas gesponsert, schätze ich mal. Du weißt schon, nein, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Das Internet wurde entwickelt von erstens einmal das Internet, beziehungsweise das das IP-Protokoll wurde entwickelt von den Amerikanern. Es hat davor eine Vorgängerversion gegeben, das sogenannte Aloe-Protokoll. Warum Aloe? Weil es in Hawaii entwickelt wurde und benutzt wurde, um die Kommunikation zwischen den Inseln zu erleichtern. Jetzt schiebst du denn die weg, wo ich schneide ihm gerade. Ja, geh doch mal da weg. So. Ja. Hol dir Holz her. Steht man nicht im Wir können Weg. Die aber nicht einmal mehr alle zerschneiden. Doch. Ich nicht. Ja, dann mache ich das gleich. Ja, einen hole ich noch. Ich kann nicht aufladen und gar nichts sonst machen. Komm hier auf dem Weg schon auf über 100. Kann ich schon beschleunigen, soweit ist das. Ja, das Aloe-Protokoll, das war halt Hawaii. Und eigentlich wurde das
IP, halt das Internet Protocol, wurde von den Amerikanern entwickelt, um ja im Endeffekt ferngesteuert halt Raketen im Kalten Krieg von überall abzuschießen, abschicken zu können. Halt, dass es ein dezentrales Netzwerk wird. Weiters hat es nachher das sogenannte Internet, was du jetzt meinst, haben eigentlich ja, die Universitäten in Amerika entwickelt. Und die haben sozusagen das benutzt, um ja, die Forschungsarbeiten zu erleichtern, halt die Kommunikation zwischen den Unis. Und das, was du jetzt meinst, was wir gerne als Internet ansehen, halt den Browser, das sogenannte HTML-Protokoll, wenn der das was sagt. Ja. Das wurde von den, ja, im Endeffekt von einer internationalen Forschergruppe in CERN entwickelt mit österreichischer Beteiligung. Auf Deswegen. jeden Fall ging es, also es ging es auch gar nicht so um die Entwicklung, sondern darum, dass halt diese auch halt wollte ich sagen, Guten, kannst du den einen da abschneiden, die Spitze da? Da wo ich hier rumstehe. noch drankommen. Er muss drauf gehen, wenn nicht. Raumfeld! So, auf jeden Fall. Ja, es geht nicht um die Entwicklung, sondern halt darum, diesen Service anzubieten, Ja, aber das war von der flächendeckend. Telekom, da, das Und wird das wahrscheinlich Ganze jetzt sollte 20 halt Jahre, erstmal ist okay. ausprobiert werden über eine Laufzeit. Telekom war daran beteiligt, ich glaube auch irgendwie Fraunhofer-Institut oder so. Und noch so ein paar andere. Und die haben halt erstmal geplant, dass sie das auf eine maximale Laufzeit von 25 Jahre laufen lassen wollen. Halt, um zu gucken, ob sich das lohnt, das dann weiterzumachen. Und da wurde sich halt so ein bisschen drüber lustig gemacht in den Ja, meisten aber das ist Zeitungen. dann halt Ich weiß nicht, irgendwas wann. ein bisschen mit Deutschland zu tun gewesen, im Endeffekt. Kann Halt. sein. Mit den, aber das hat nichts im Also mit der Endeffekt. Entwicklung hat das Entwicklung. auf jeden Fall nichts zu tun. Ja, Das hatte okay. mehr Dann sowas hast mit du der den Fall. Verbreitung zu Dann habe tun. ich das einfach falsch verstanden. Komplett. Weil die Entwicklung hat Ja, Entwicklung war nichts ja auch mit schon ein halt bisschen früher als Deutschland. 20 Jahre her. 25 Jahre Internet hat es aber vor 2 Jahren oder sowas. Ja, vor 2 Jahren schon. Also bald gehen wir schon auf die 30 zu. Und das war noch nicht ganz so alt, das, was ich da gemeint habe. Ja. Weil ich lade gerade urschief auf den Anhänger drauf, aber. Ich glaube, ich kann jetzt fast nichts sortieren, weil die Sachen, die ich sortiere, sind ja immer ganz außen, jeweils. Sicher kannst du sortieren. Du kannst mir mal meine rübergeben. So, jetzt sollte erstmal ein ganzes Stück weg zu sortieren sein. Bisschen die Schwerkraft aufnutzen, ein bisschen die Zange verbiegen vorne. So, ich hoffe, das passt halbwegs. Ist zwar nicht so schön jetzt, aufgeladen. Ist beim Abladen zwar ein bisschen Arsch. Und in der Mitte sind eh schon viele kleine Dinge auch, die du nehmen kannst. Ja, ich pack dir jetzt erstmal ein bisschen was rüber. Und ein Ding habe ich da auch schon rübergehauen. In die Mitte. Das ist das, was unter meinem Anhänger gelegen ist. Legst du das auch unter deinem Anhänger? Soll ich noch was sagen? Ja. Oder soll ich es besser lassen? Soll Sag ich. ruhig mal was, Na, das na, ist im na. Let's Play immer gut. Na, ist nicht gut. Sonst heißt es für dich, ich bin so gemein und du musst bedauert werden und weiß nicht. Och, ich kann das ab. Ja, du musst dir dann Merkst du bedauern. was Du kriegst meistens eh nicht? nachher die Bedauerung. Ich krieg ja nachher nur die dummen Kommentare. Muss einfach dich mal ein bisschen entspannen, das ist Ich muss mich LS. entspannen. Ja. Nein, das ist LS, das ist Arbeit, das ist Das geiler ist Shit einfach. todernst. Geiler Shit ist das. Einfach nur geiler Shit. Hotter Shit. So, da bekommst du jetzt ein bisschen was. Jetzt gleiten die irgendwie beim Boden. Was? Dann interesting. Ah, du hast mir die. No, wo hast mir denn du die hingelegt? Ja, schön auf die Seite. Das ist nicht gut, weil der. Was machst du da? Ja, weißt du, was ich gemacht habe?
bin in die Du müsstest Kollision. sie da locker nehmen können. Du musst nur den Knick in der Mitte ein bisschen benutzen. Ja. Liegen so nah bei dir bei. Jetzt ist es das Schlechte, weil die Kamera dann so sch Arsch ist. Quatsch. Die kommt schön von oben, das ist perfekt. Kann ich drei, glaubst? Klar. Deshalb habe ich die auch extra so nah aneinander Ja, und gelegt. ich habe es mir erst richten müssen, dass ich es nehmen kann. Halt, du hast nichts schön gemacht. Jetzt hör mal immer auf, dich selber zu loben, wenn ich nachher das Ganze mache. Wie er sich immer abraged. Ah, ich mache das ja Entspann teilweise. doch einfach. Ich mache das ja Ja, dass es teilweise auch keine absichtlich. Kanalmottos mehr gibt wie früher, das waren noch geile Zeiten. Meditative Entspannung. Da stand noch schön oben drin meditative Entspannung, das war noch geil. Das Das ich. möchte ich jetzt Ich auch habe wieder mal. auf meinem Pulli machen. Ich habe mir gedacht, wo ich das gelesen habe, das erste Mal, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was für ein Typ ist denn das? Das war noch zu Na, ich fand das Carvons-Zeiten. chillig. Ich finde das auch heute noch gut. Ich würde das immer noch dahin schreiben, Na. wenn es denn gehen würde. Aber ich finde schade, dass das nicht mehr geht. Leg dich rüber. Genauso wie mit den alten Kanalseiten, wo man noch so richtig viel drüber schreiben konnte und so. Ich finde das neue vollkommen okay, weil so schaut wenigstens jeder gleich. Also man muss nicht in 50.000 herumklicken und dann schaut bei jedem das irgendwie ein bisschen anders aus, weil er HTML-Code noch benutzt hat. Ja, sowas ist Das ja ist ja schon alles ewig nicht gegangen. mehr. Ja, aber das ist ja Ja, eine aber Zeit lang das ist gegangen. schon seit, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren nicht mehr oder so. Auf den Kanalseiten ist das noch gegangen, soweit ich weiß, oder? Also vor 3 Jahren konntest du da noch, hattest du halt eine Seite, du hattest diesen ganz großen Banner, weißt du, diesen kompletten Hintergrund. Ja. Und da konntest du halt Sachen reinschreiben. Einige haben da zum Beispiel den Upload-Plan dann ins Bild integriert, das fand ich auch ganz cool. Wer Das hat waren schon schon einen geile Zeiten. Upload-Plan? Ich habe auch einen Upload-Plan. Auf meinem Kanal verlinkt. Gut, und du hast nicht alle zerschnitten. Kann sein, ja. Ja, und wie soll ich die denn aussortieren? Für dich? Hingehen und zerschneiden. Na, 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 na. Doch klar. Na. Doch. Auf keinen Fall. Das ist dein Job. Da muss sie liegen lassen. Lege ich da deine auch einfach nur mal so irgendwie hin. Ist mir vollkommen wurscht. Kannst du noch auch selber sortieren. Ja, Lege ist eh ich richtig. da die groß. Fahr ich jetzt gleich rüber, hol die Stümpfe von unten und lege da die auch auf den Haufen und du sortierst das nachher raus. Markus ist wieder, hat wieder Sand in der Muschi oder wie hieß das? Bist ein bisschen deppert. Ein bisschen fein. Wenn nicht bist du mit der Band, bist du ein bisschen der Band. Ein bisschen. Ja, Sprachreise. Wer will schon Es hat vorgemacht? eh, es hat eh. Und es ist abgestürzt. Nein. Genau, wo Hey, ich. Exklusiv-Content bei dir. Ja, liebe Leute, wieder mal Exklusiv-Content. 13 Minuten lang. Bis denne. Tschüss.